Schauspieler Patrick Fernandes äußerte sich bereits zum Todesfall bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Achtung, Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am kommenden Dienstag, 5. Februar um 19.40 Uhr im Free TV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen. Wie wir euch bereits berichtet haben, wird eine Leiche auf dem Kollekiez gefunden. Dabei handelt es sich um Agim Sula, Arman Keshani. Ihr erinnert euch, Sula war Carlos, Patrick Fernandes, Komplize im Komplott gegen Katrin, Ulrike Frank und Tobias, Jan Kittmann. Er half Carlos nicht nur, Schwarzarbeiter auf die Baustelle an der alten Brauerei zu vermitteln. Er war auch am Brand auf dem Areal mitverantwortlich und sorgte letztendlich dafür, dass Carlos gefälschte Videobeweise zur Verfügung standen, mit denen er den Verkauf von WL an Rosa Lehmann erzwingen konnte. Kommende Woche taucht Sula auf RTL Plus wieder auf den Kollekiez auf. Er erpresst Carlos, seine Intrige auffliegen zu lassen, sollte er ihn nicht für sein Schweigen bezahlen. Wenig später ist er tot. Hat Carlos etwas mit dem Tod zu tun? GZSZ, geht Carlos unschuldig ins Gefängnis? Bereits Ende letzten Jahres gab Schauspieler Patrick Fernandes RTL ein Interview, das mit dem neuen Wissen um den Mord extrem relevant erscheint. Auf die Frage, ob Carlos 2024 im Gefängnis lande, tatsächlich für etwas, was er nicht getan hat, antwortete er. Ich glaube, das wäre für ihn eine der schlimmsten Sachen, unschuldig im Gefängnis zu landen. Das wünsche ich niemandem. Klingt nicht so, als ob der neue WL-Geschäftsführer seinen Komplizen um die Ecke gebracht hat. Aber wer ist dann für den Mord verantwortlich? Carlos hat sich zuletzt sicher viele Feinde gemacht. Aber es ist nicht wirklich vorstellbar, dass beispielsweise Katrin oder Tobias hinter Sulas Tod stecken. Andererseits kennt niemand außer ihnen die Identität von Carlos, Helfer.